Auswertung in EasyMap benötigen Sie als erstes eine Kartengrundlage, die Sie auf das Blatt einfügen. Im Steuerungsfenster Kartengrundlagen haben Sie Zugriff auf die Demokarten und weitere lizenzierte Kartengrundlagen. Diese sind nach Regionen und Inhalten alphabetisch sortiert. Die Postleitzahlenkarte für Deutschland befindet sich im Ordner Deutschland postalisch. Im Unterordner werden Ihnen die verfügbaren Zeitstände der Karte angezeigt. Ich öffne den Ordner mit dem gewünschten Zeitstand. Da ich die Postleitgebiete auf das Blatt einfügen möchte, klicke ich mit der linken Maustaste auf die Ebene Postleitgebiete und ziehe diese per Drag and Drop auf das Blatt. EasyMap fragt nun, ob topografische Inhalte wie zum Beispiel Städte, Straßen und Gewässer ebenfalls eingefügt werden sollen. Ich bestätige dies mit Klick auf Ja. Sie können mehrere Kartengrundlagen auf einem Blatt einfügen. Ich wähle unter Deutschland administrativ die Ebene der Bundesländer aus und füge diese ebenfalls per Drag and Drop auf das Blatt ein. Wechseln Sie in das Steuerungsfenster Inhalt, um die vorhandenen Ebenen der Karte und deren Sichtbarkeit zu überprüfen. Zu den beiden eingefügten Kartengrundlagen werden Ihnen jeweils eine Ebene für die Flächen, Grenzen und Beschriftungen angezeigt. Diese Ebenen gehören zur Topografie. Alle Ebenen sind standardmäßig auf maßstabsabhängig sichtbar gestellt. Zoomen Sie in die Karte hinein, um mehr Details zu erhalten. Ein Klick in die Checkbox neben einer Ebene stellt diese auf nicht sichtbar. Klicke ich ein weiteres Mal in die Checkbox, ist die Ebene auf immer sichtbar gestellt. Die einzelnen Ebenen werden von unten nach oben auf dem Blatt gezeichnet, sodass beispielsweise die Beschriftung der Bundesländer über den Grenzen der Postleitgebiete liegt. Die Reihenfolge der Ebenen können Sie einfach per Drag and Drop ändern. Über das Steuerungsfenster Kartengrundlagen können Sie auch Straßenkarten einfügen. In dem Ordner Deutschland Hintergrundkarten stehen Ihnen verschiedene Internetkarten zur Verfügung. Diese ziehen Sie ebenfalls via Drag and Drop auf das Blatt. Weitere Kartengrundlagen können Sie einfach über den Kartenkatalog einsehen. Über das Bestellformular können Sie die gewünschten Karten direkt bestellen oder senden Sie eine Anfrage für individuelle Karten an uns. Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten mit EasyMap verbinden.